Die Feuerwehr kommt heutzutage längst nicht mehr nur, wenn es brennt. Technisch gut ausgerüstet und geschult, sind sie für die verschiedensten Einsätze gewappnet. Ob Hochwasser, Gebäudeeinsturz oder wenn jemand vermisst wird, sie können helfen. Egal ob mit Kranfahrzeug, Schlauch oder eben mit Hund. Um eben diese vierbeinige Abteilung der Feuerwehr Zweibrücken soll es heute gehen. Das hier sind Kito und Lucy. Sie üben heute für den Ernstfall. Sie sind sogenannte Flächensuchhunde und sollen unsere Lockvögel aufspüren. Ein älteres Ehepaar, das sich vorgeblich beim Wandern im Wald verlaufen hat. Natürlich sind sie dabei nicht alleine. Begleitet werden die beiden Vierbeiner von zwei Hundeführern der Abteilung für Rettungshunde und Ortungstechnik, kurz ROT, die mit Funkgeräten miteinander in Kontakt stehen. Auf den Befehl Such werden die Hunde im entsprechenden Gebiet losgeschickt. Die Flächensuche ist meistens auf Wiesen-, Waldgebiet, wo wir starten. Und in der Trümmersuche sind dann halt oft Leute tiefer vergraben, wo auch die Gerüche aus verschiedenen Löchern kommen können, sage ich jetzt einfach mal. Und der Hund muss dann tatsächlich versuchen, den Geruch, wo man ihn am stärksten halt auch bekommt, das auch anzuzeigen. Beim Suchen sind die Hunde ohne Leine unterwegs. Deshalb werden sie mit GPS-Halsbändern ausstaffiert. Auf einem Bildschirm im Fahrzeug der Einsatzleitung, das in größeren Einsätzen als Informationsknotenpunkt genutzt wird, kann man so erkennen, wo die beiden unterwegs sind. Hat einer der beiden eine Person aufgespürt, zeigt er dies dem Hundeführer in der Nähe über lautes Bellen an. Dafür wird der Hund gelobt, damit er für weitere Einsätze motiviert bleibt. Wir fangen schon mit Welpenalter an. Da geht es um verschiedene Gegebenheiten auf dem Boden mit dem Hund zu üben, dass der über Wiese, Laub, Felsen, lockere Gegebenheiten geht. Gitter, ganz wichtig, Plastik, dass er einfach an alle verschiedenen Materialien gewöhnt ist. Und dann fangen wir an, der Hund zeigt ja mit Verbellen an, also er muss schon dann versuchen, für das, was er haben möchte, sag jetzt mal, ob es Futter ist oder ob es eben halt eine Beißwurst ist, laut zu geben, also zu verbellen. Und dann machen wir halt das Spielzeug interessant für den Hund, und der sucht im Grunde genommen sein Spielzeug oder eben sein Motivationsmittel, auf das er dann halt auch trainiert wird. Sowohl Kito als auch Lucy haben unsere Lockvögel in Windeseile gefunden. Auch Neuling Louis kann heute einen Erfolg verzeichnen. Schwieriger wird es für die Vierbeiner im Falle eines Gebäudeeinsturzes. Das übernehmen die sogenannten Trümmersuchhunde. Die Trümmersuche folgt folgendermaßen: Wir werden, wenn wir alarmiert werden, kommen wir mit unseren Hunden zum Einsatzgebiet. Dann bekommen wir die einfach zugeordnet, welche Gebiete wir durchsuchen. Wir bekommen meistens dann einen Plan, an dem wir uns orientieren, und da hat jeder Hund sein Gebiet, das eingeteilt wird, und das müssten wir dann absuchen. Wir haben dann GPS-Geräte jeweils an, damit wir ihn auch nachprüfen können. Am Schluss dann halt auch, ist tatsächlich das komplette Gebiet abgesucht worden oder gibt es da noch Lücken, wo wir eventuell dann nochmal einen zweiten Hund hinschicken müssen. In diesem Haufen aus Schutt und Geröll sind mehrere begehbare Rohre verbaut, in welchen sich Hundeführerin Christine Stephan gleich verstecken wird. Nach einem kurzen Briefing des Hundeführers soll der Hund nun zwischen den Steinen nach der Stelle suchen, wo menschlicher Geruch am stärksten ist. Sind die Trümmer besonders schwer zu begehen, können Hund und Hundeführer mit dem Hubrettungsfahrzeug darauf abgeseilt werden. Die Höhe ist Schäferhund Horst zwar nicht geheuer, trotzdem lässt er sich tapfer nach oben ziehen. Immerhin passt Frauchen Lisa gut auf ihn auf. Die menschlichen Mitglieder von ROT sind ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig. Christine jedoch stört es nicht, ihre Freizeit darauf zu verwenden.
Mir macht es zusammen Spaß, mit dem Hund einfach als Team zu agieren. Und der ausschlaggebende Punkt war für mich, Hobbyhund, irgendwie mit gemeinnütziger Tätigkeit, also was Sinnvolles quasi dann halt mit dem Hund zu machen. Die Teamarbeit finde ich sehr wertvoll hier. Es sind interessante Menschen, interessante Hunde, die wir hier kennenlernen. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie die Hunde und das Team gemeinsam miteinander agieren und gemeinsam miteinander arbeiten. In den 8 Jahren, die sie bereits bei Roth tätig ist, habe sie auf Einsätzen viele aufregende, aber auch einige tragische Geschichten miterlebt. Trotzdem möchte sie ihren Posten bei der Hundestaffel nicht missen. Weil es einfach wichtig ist, Menschen, die in so einer Situation sich befinden, in einer hilflosen Lage befinden, und denen zu helfen, helfen zu können, auch den Familienangehörigen ein bisschen Schutz zu geben, Unterstützung zu geben, dass da jemand was sucht und passt. Also wie gesagt, das ist schon eine wertvolle Arbeit und das spornt uns auch immer wieder an, formal wir auch schon Erfolge gehabt haben und auch Leben gerettet haben. Also das muss man jetzt einfach so sagen.